Was heißt Gurken auf dem Speiseplan? Ja. Hab ich ja noch nie gesehen bei dir. Also lecker. Ja, man gewöhnt sich an alles, ne? Das Video von Paul habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Heute haben wir vor deinem Training Special Guest und zwar... Johanna. Vielleicht, ich bin jetzt ungefähr 5-6 Wochen vor dem ersten Wettkampf. Was ist der erste? Bavü dann? Am 11. April, genau, die... Genau, St. Leon Roth. Und aber Hauptziel ist halt im Juni dann Alicante, Olympia Amateur. Und ja, da soll dann auch alles sitzen. Die Form, die Präsentation, genau. Wasser kannst du hier einfach... Guck mal, kennst du die Dinger nicht? Wow. Habe ich schon mal in einem Video gemacht, Paul. Hä? Genau deine Größe. Ja. Guck mal, das ist auch wieder ein Timing hier, ne? 2017. Deine Arnold, nächste Woche ist es schon wieder soweit. Mhm. 2020. Die Zeit vergeht unglaublich. Kannst du wohl laut sagen, guck mal. Dreimal waren wir dort. Ja. Beim dritten Mal erzählt. Alle guten Dinge sind drei. Genau. In diesem Jahr weiß ich leider noch nichts von irgendwelchen deutschen Teilnehmern. Servus, Paul. Hallo. Hey, es sagt ja auch keiner was, ja. Nee, leider nicht. Gut, die sind halt auch große Kosten, wenn du darüber fliegst, ne? Das ist ja nicht so, dass es gerade mal hier um die Ecke ist, sondern da brauchst du halt schon, da musst du auch ein bisschen früher anreisen, mindestens fast 4-5 Tage vorher anreisen. Ja, definitiv, ja. Aber ist halt die richtige Arnolds, ne? Ja. Kann halt alles andere nicht. Die einzig wahre. Wen hast denn du bei den Profis? Was meinst du, wer gewinnt die Arnolds? Ja, also, ich sag halt so, wenn der Rami sein Paket bringt, würde er das schon machen, ja. Aber er muss halt sein Paket bringen. Ich denke, er ist erfahren genug, dass er das macht. Wenn es halt nicht so sein sollte, dann werden halt die anderen ihm das Leben schwer machen. Ja. Ja, da gibt es ja Cedric, Bonac. Ja, sind schon einige. Genug dabei. Genug gute Leute dabei. Ja. Ich bin nochmal auf den Sergio Oliveira Junior da gespannt, wie der ausschaut. Aber ja, man muss halt sehen, wer an diesem Tag sein Paket bringt. Und wenn halt der Rami das bringt, dann würde er das dann schon gewinnen. Das wohl späteste Beintraining deines Lebens, oder wie war es? Ne? So ungefähr. Das ist wie wenn ich dich um 6 ins Gym jag. Das ist genau meine Zeit. Um 6 Uhr morgens? Nee, nicht wirklich. Immer um 6 Uhr morgens, wenn der Henry sie nachlässt, wie weiß. Nee, also so spät trainiere ich normalerweise halt einfach nicht. Wann hast du sonst so deinen Rhythmus? Also ich habe meine Topzeit so um 3. Dann habe ich so 1, 2 gegessen und dann da ist auch schön ruhig im Gym. Also wir haben heute Quads dran, also sprich nur die Vorderseite. Ich mache jetzt den Beinstrecker im Moment in einem Supersatz, sprich ich fange hier an und mache dann als Supersatz den einbeinigen Strecker, noch mit 15 Wiederholungen hinterher. So fange ich an. War schwer. So, letzter Satz. Ich bin Beintraining-Liebhaber. So, jetzt kommst du rein und du hast eine Beinpresse, die ich noch nie gesehen habe. Du hast eine Hackenschmidt, 2 Kniebeugemaschine, nochmal eine andere Beinpresse, nochmal eine andere Beinpresse. Das ist Traum, Wonderland. Nee, echt gut.
Du siehst halt, dass ein Profi dieses Studio führt. Das macht schon immer einen Unterschied, ne? Voll. Kannst du nicht vergleichen mit einer Kette oder sonst was. Wo trainierst du sonst? Unterschiedlich. Also mehrere Studios dann. In Bodybuilding e.V. ab und zu. Echt? Kennt man ja auch, ja. Das ist selbstverständlich. Weil dann brauchst du, wieso trainierst du dann noch woanders? Ja, weil es halt eine Stunde Fahrt ist. Achso, okay, das Argument, jetzt nicht ja. Nach Karlsruhe, dann geht es uns, glaube ich, 20 Minuten oder so. Ja, und sonst halt Clever Fit, Easy Fitness, was es halt so gibt. Also ich finde auch, aber ich zum Beispiel jetzt ein McFit kannst du halten. Also das ist für mich jetzt zum Beispiel. Das muss ich jetzt auch nicht haben, ja. Also gerade bei Clever Fit finde ich, das macht auch immer noch einen ganz großen Unterschied, wie ist der Studioleiter so eingestellt. Ja. Da hast du dann auch mal so große Unterschiede von Studios. Also Clever Fit gibt es in abgefuckt Bahnhofstraße. Und in richtig schönen, auch gerade die neueren. Let's go. Just when looking at you open up my eyes, and I'll stay with you forever all the time, and I'm stepping out to leave it all behind. I'm confident your love will be my sight. Just when looking at you open up my eyes, and I'll stay with you forever all the time, and I'm stepping out to leave it all behind. I'm confident your love will be my sight. Hold out your hand, yeah. Every day you're with me when I think I can't stand, yeah. You got big things coming, part of your plan, yeah. Step up in your life, I see you're the one I want. Okay, schauen wir mal, was wir von der Hacke machen. Hier kannst du richtig schön aus dem Quads drücken. Die machen wir. Ich komme hier nicht ran. Wo kommst du nicht ran? Da, weil die Plastik, musste ich. Ich mag keinen Plastik. Nur weil alle Plastik verwenden, muss man Eisen erst freischaufeln. Also. Paul könnte mir im letzten helfen. Hausmeister. Ich bin nur Hausmeister, genau. Ja, ja. Beine war schon immer so dein Ding? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe angefangen mit Krafttraining ohne Kniebeugen. Nur. Wann so hast du denn angefangen überhaupt erstmal? 2000. Ich weiß immer nicht genau, ob es 13 oder 14 war. Ich glaube 2014. Okay. Ja. 2014 erstmal so Standard halt, ne? Und irgendwann immer mehr, immer besser, wenn du dann die Entwicklung siehst. Warum hast du angefangen? Einfach nur so, wolltest du ein bisschen. Mit dem Krafttraining? Ja. Naja, ich glaube, das Typische, ich war unzufrieden mit mir. Mit meiner Form, mit meiner Figur. Ich war zwar schon immer sportlich, aber so dieses Bauchfett, ne? Und dann habe ich die Liebe dazu entwickelt. Und wann kam dann Thema Wettkampf? 2015. Das ging immer schnell. Also es ging so. Und ja gut, Bikini-Klasse, ne? Dann hat es eigentlich erst richtig angefangen. Also so, ich würde mal behaupten, seit 2 Jahren trainiere ich auch so, dass es wirklich Qualität hat und ja. Hat er dann auch, war das letztes Jahr oder war das vorletztes Jahr, die Deutsche und so? Wir haben uns 2018 gesehen. Ernsthaft, echt? Ja, schon wieder, gell? Krass, ne? Gibt's gar nicht, ja. Ich denke auch immer so, ich war doch erst, aber schon 2018. Ach, das geht manchmal so schnell. Mhm. 2018 und 2019 im Frühjahr ja dann die EM, aber das war für mich eine Saison, die streiche ich einfach, weil die war einfach
hat einfach nichts gepasst. Auch von der Deutschen bis dahin ist dann auch so mit der Zeit und so und dann nochmal so. Es war, weißt du, ich bin umgezogen, ich habe meinen Job gekündigt, ich habe alles. Das war, hat nicht gepasst. Mhm. Und da so war auch die Form. Hat nicht gepasst. Hat nicht sollen sein. Jetzt greife ich wieder an und zwar richtig. Mit dem Ziel? Na, ich sag immer, natürlich ist das Ziel, irgendwann ein Profi zu sein. Aber was bringt mir die Profikarte, wenn ich nicht als Profi mithalten kann? So, ich will einfach an mir arbeiten, dass ich dann irgendwann halt als Profi wirklich eine Qualität auch habe. Und ja, es wäre schön, wenn ich mir dieses Jahr die Profikarte erkämpfe. Aber ich brauche auf jeden Fall noch ein paar Jahre, bis ich dann auch so richtig die Qualität habe und ja, als Profi. Wobei, wenn es jetzt klappen würde, ist er dann auch quasi in der NPC oder in der Pro League mit der Wellness-Klasse halt dann ganz frisch und so weiter. Ja. Da weiß man ja auch, die Klasse muss ich vielleicht auch erstmal ein bisschen finden, ist ja dann gar nicht. Ja, aber ich habe so ein Bild in meinem Kopf. Also ich sehe halt diese Brasilianerin, weißt du? Ja, gut, das hat natürlich. Obwohl, man sollte ja auch Ziele hochstecken. Ja, ja. Also ich will mich jetzt nicht so, weißt du, so vergleichen und denken, ich weiß, dass es extrem viel Zeit braucht. Und dass Muskelwachstum nicht von heute auf morgen passiert. Und das muss man sich ja halt auch immer vor Augen halten. Ich bin erst 26, die einen sagen vielleicht, okay, die schon. Aber ich denke mal, so mit 30 kannst du halt wirklich auch was Qualitatives aufbauen. Ja. So mein Ziel. Und jetzt machen wir dafür was. Du machst was? Ich mache einen Supersatz. Ich mache jetzt hier nochmal und gehe dann gleich an die. Ich werde dir mit der Kamera folgen. Dann machen wir jetzt heute mit Hilfe. Ich hätte jetzt 10 gesagt, aber Paul darf 12, machen wir 12. Deal? Ich schaff 3 alleine. Ja. Komm. Komm, 2. Eine. Sauber, 2 Stück. Ha? Das war mehr Bizep-Curl für dich. Ich mach doch. Komm mal auf, da fehlt aber noch was hier. Ich wollte es gerade sagen. Yeah.
Was sagt denn der Coach aktuell überhaupt? Schöne Grüße an dieser Stelle nach Augsburg an Bernie und die Janine. Frag mich. Zwei Minuten nochmal. Oder wie? Ja, gerade? Je nachdem. Bei der gelben bewegt sich das Fußteil. Genau, und bei der weißen hier vorne, bei der Icarian, da ist es fest. Also ich finde die Icarian eigentlich besser. Ja. Wieder? Ja. Wieder. Dann nochmal einen Supersatz mit Ausfallschritte. Ausfallschritte habe ich an meinem anderen Beintag. Oh! Ist nicht gelogen. Ich muss ja aufteilen. Mach heute mal eine Ausnahme fürs Video und so. Okay. Was Coach aktuell sagt. Also jetzt Donnerstag ist der nächste Termin, wie du schon gesagt hast, ne? Genau, also ich gehe jetzt am Donnerstag zu ihm und bei mir ist dieses Jahr echt so ein bisschen problematisch mit Gewichtsverlust. Also ich habe echt zu kämpfen. Wir haben jetzt das Cardio nochmal erhöht, jeden Tag schön 50 Minuten. Am Donnerstag Gewicht kann ich mehr nicht sagen. So, wie du möchtest. Mhm. Ich bleib schwer. Muss mal schauen. Ist nicht immer so einfach, wie es aussieht. Fragen Paul mal, ob das einfach ist. Ne? Na gut, ich muss ja nicht so schnell abnehmen. Ne? Nee, aber ich meine jetzt auch hier mit den Verletzungen und so ein Kram, ist auch alles. Ja, ne? Klar. Ja, man hilft nicht, musste durch. Ja, na. Also, na, ich war, wenn ich das alles zusammenzähle, vielleicht ein Jahr nicht richtig trainieren, ja. Ne, nach den scheiß Verletzungen, aber. Wenn ich da mich jetzt hinsetze und weine, dann bringt mir das auch nicht weiter. Gar nichts. Und am Ende vom Tag ist es halt auch, also ich habe mir halt auch gesagt, der Coach, der ist mein Drücker, der sagt, was ich zu tun habe. Und ich möchte gar nicht drüber nachdenken, oh Gott, jetzt 50 Minuten, oh Gott, wie viel esse ich. Ich rechne mir auch nicht aus, wie viele Kalorien ich habe. Also ich mache einfach. Kopf aus. So läuft der Hase. Sorry, Papa. Da war ich schon der Weg zurück. Ich muss noch zwei Sätze machen. Oh ja. Yeah.
es geht. Also erster Wettkampf nochmal, 11.5. Nee, 4. 11. April. 4. Ne? Ja, Ostersamstag in St. Leon Roth. Zweiter Wettkampf, 16.5. Friedberg müsste das sein. Also bei Augsburg. Bei Augsburg, genau. Und Alicante, 14.15. Juni. Und wenn es nicht klappt, dann noch im Juli Portugal. Dann wünschen wir dir auf jeden Fall viel Erfolg, weiterhin eine gute, reibungslose Vorbereitung. Danke. Und dass dann hoffentlich das Gewicht auch entsprechend fällt. Ich gebe mein Bestes. Aber der Bernie wird da schon sich was einfallen lassen. Mein Coach ist der Beste, sonst wäre ich nicht bei ihm. Deswegen, dann wird das schon. Genau. Dann sagen wir Tschüss vom wohl spätesten Beintraining deines Lebens. Ja, was haben wir jetzt? 10? Halb 10? Nee, noch nicht ganz. 20 vor. Das ist für mich sehr spät. Danke nochmal und danke fürs Zuschauen. Schönen Abend, schlaft gut. Wir sehen uns morgen.